So, herzlich willkommen allen Zuschauern auf YouTube. Also ich herzlich willkommen zur nächsten Folge von meiner Reise auf Lucky5.de. Es ist natürlich schon spät. Und ich habe schon ein kleines bisschen angefangen zu spielen, weil ich auch gerade währenddessen im Livestream bin. Also dürfen sich die Zuschauer bei YouTube bitte nicht wundern. Und ich habe da schon eine Message, naja, die nicht ganz so schön ist. Und ich würde sagen, wir labern nicht einfach so lange. Die Aufnahme läuft und ja, dann gehen wir einfach mal unseren Weg heute Abend. Viel Spaß beim Zuschauen. So, und leider, weiß nicht, ob man das lesen kann, sehr geehrte Bewerber, wir danken Ihnen für Ihre Bewerbung, leider müssen wir diese aber ablehnen. Folgend finden Sie angekreuzt, welcher Punkt Sie in Ihrer Bewerbung nochmal bearbeiten. Nicht aussagekräftig. Das schon mal nicht, aber fehlender Lebenslauf. Sie können Ihre Bewerbung gerne anpassen und sich in 4 Wochen erneut beim Los Santos Police Department bewerben. Mit freundlichen Grüßen. Commander Kukum. Okay. Jetzt müssen wir aber mal gucken. Da stand doch bei Venture nichts, dass da ein Lebenslauf dazu muss, oder? Das Los Santos Police Department ist auf der Suche nach neuen Officern in Los Santos und sind die Chance. Bewerben Sie sich noch heute. Bedienen Sie sich ausgiebig Zeit für Ihre Bewerbung und Anliegen. Zugleich können Sie unser Kontaktformular nutzen, direkte Anliegen an das LSPD zu senden. So, Sie möchten Teil des Los Santos Police Department werden oder haben ein Anliegen an das Department of Justice, dann nutzen Sie unser Formular und kontaktieren Sie schriftlich die ausgewählten Departments. Beachten Sie bitte, dass die Bearbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Daher sollten Sie Ihre Telefonnummer. Hallo, Tefi. Hallo. Hallo. Leute, ich bin übrigens der Allerbeste. Der Allerallerbeste. Ich bin gar nicht im Teamspeak. Aber das könnt ihr gerne klippen. Ich bin schon ganz weit vorne, Alter. Digga, einfach nicht im Teamspeak gewesen. Ich bin ein Held. So, ruf mal Tefi mal zurück. Hola. Hallo Tefi, hörst du mich jetzt? Ja, jetzt höre ich dich. Ah, sehr gut. Tut mir leid, ich glaube, ich war im Funkloch gewesen. Ich habe hier im Hotel nicht überall guten Empfang. Sorry. Ach, alles gut, alles gut. Was machst du denn Feines? Ich habe noch so konkrete Pläne, hatte ich gar nicht für heute. Ich wollte eventuell noch zum Friseur, falls noch einer auf hat. Und wollte mir noch was Neues zum Anziehen kaufen. Und wollte mich noch bei Meriwether melden, wegen meiner Bewerbung. Und du? Wir sitzen gerade beim Stadtpark. Okay. Ja, ich komme einfach mal rum, wenn ihr mögt. Ich bin ja um die Ecke im Hotel. Ja, sie gerne. Okay, dann bis gleich. Okay, bis gleich. Bye bye. Bye bye. So, jetzt lesen wir uns das aber noch von Venture zu Ende. Da stand doch nirgendwo was von einem Lebenslauf. Alex, zur Leitung, vergiss Teamspeak. Ja. Und warum? Weil bei Lucky5 keine Meldung kommt, wenn du nicht im Teamspeak bist. Bei uns schon. KWAP größer als alles. So. Ich glaube, ich tapp einfach zum LSPD und mach da ein bisschen Politik. Kanalier da einfach, genau das, Mann. Ja.
Und damit kann ich dann auch gleichzeitig meine Karriere als Bidealer beenden, Pat. Bevor sie begonnen hat. Noch kein Auto, noch nicht mal einen Führerschein, Bruder. Muss ich erst Erste-Hilfe-Kurs machen, hatte ich bisher keinen Bock gehabt. Könnte ich mich auch mal drum kümmern. Das übrigens zum Thema Hardcore-RP. Digga, das ist Hardcore-RP, sein Urgroßvater hier. Das kann ich euch mal schriftlich geben, ohne Witze. Servus! Hey, kommst du nicht rein? Okay, dann bleib ich draußen, Mann. Ja, kommst du nicht rein? Ja, übst du als Türsteher? Ja, ich bin Türsteher bei Merryweather. Was geht? Grüß dich. Arbeitest du wirklich bei Merryweather jetzt? Nee, noch nicht. Ich hab da heute angerufen. Ja, und? Ja, die hat die Information weiter zur Personalabteilung gegeben und die werden sich bei mir melden. Ah ja, war witzige Geschichte. Ich hatte da gestern ein Vorstellungsgespräch und die haben mich angenommen, aber ich habe noch nicht zugesagt. Aber ich habe versprochen, dass ich es heute mache. Oh, ja gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön, vielen Dank. Aber eigentlich wollte ich zum LSPD. Oh. Oh, das wollte der Jan auch. Also, ich hatte... Ihr habt ja absolut die gleiche Laufbahn, Jan. Jan hat nämlich auch gesagt, er will zum DD, aber weil ich so lange warte, seit er geht so lange zum, Merryweather sein. Ja, also ich hatte... zwar keine Wartezeit beim PD, aber ich dachte, die werden ja so ein Greenhorn wie mich nicht einfach so einstellen, ohne dass man die Stadt so mal ein bisschen kennengelernt hat, und deswegen habe ich mich erst um einen anderen Job bemüht. Und bei Merryweather haben die mir dann aber erklärt, dass wenn du bei Merryweather kündigst, hast du 3 Wochen Sperrfrist, bevor du beim LSPD anfangen kannst. Das heißt, ich werde 3 Wochen arbeitslos. Okay. Und warum denn das? Ja, das weiß ich nicht. Das ist wohl bei denen so verankert, keine Ahnung. Und dann dachte ich, ja, ich finde auch, das macht keinen Sinn, aber... Wir sind doch gar keine Konkurrenz oder sowas. Und ich dachte auch, eigentlich müssen die ja froh sein, wenn du so meinem Sicherheitsdienst ein bisschen Erfahrung sammeln konntest und nicht so als kompletter Neuling dahin kommst, ne? Na, jedenfalls ist es so, und da habe ich mich beim LSPD beworben und habe gestern Abend eine Bewerbung geschrieben. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, Leute, ne? Also... Ich habe eine Stunde an der Bewerbung gesessen und auch wirklich 2 Seiten geschrieben fast. Und die wurde abgelehnt, weil ein Lebenslauf gefehlt hat. Und dann habe ich nochmal bei Venture geguckt. Ich wüsste gar nicht, wo ich hätte den Lebenslauf anhängen sollen. Also, ja. Ja, das ist ja sehr doof. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt habe ich überlegt, mal zum LSPD da zur Leitstelle zu gehen und mal nach einem Termin zu fragen. Weil eigentlich möchte ich keine 4 Wochen warten, bevor ich mich jetzt nochmal bewerben kann. 4 Wochen? Ja, bevor ich mich nochmal bewerben kann. Ich hab gedacht, vielleicht kann ich die irgendwie überzeugen, wenn ich da aufschlage und zeige, dass ich es ernst meine und so. Kann aber auch sein, dass das voll nach hinten losgeht, keine Ahnung. Ja, aber Fragen kostet ja nichts. Ja. Also es drückt nur ein bisschen der Schuh der Zeit, weil für den Fall, dass sie mich ablehnen, wäre natürlich Merryweather mein Notnagel. Ich wüsste ja nicht, von was ich sonst leben soll die ganze Zeit über. Ja, ja. Ja, vielleicht sind wir ja bald Arbeitskollegen. Das wäre cool, würde mich freuen, Mann. Machen wir zusammen die Stadt unsicher. eBay, ne? No. Ja. Das konnte ich mir merken. Stadt sicher machen, nicht unsicher. Habt ihr schon Erste-Hilfe-Kurs und Führerschein und so gemacht? Nee. No. Gott sei Dank, ey. Boah, haben die denn irgendwas davon erwähnt bei Merryweather? Nö, bei Merryweather überhaupt nicht. Das war denen völlig egal, aber... Die haben so gesagt, dann fahren sie hier hin und dann fahren sie dahin und so weiter. Und ich dachte so, ich habe keinen Führerschein, so aber bestimmt. Ich habe einfach mal nichts gesagt. Ich bin einfach mal leise geblieben. Du bist ja nicht alleine, ist denn du irgendwie deine Patrouille gefahren oder
zurück. Ja. Und da wird man einfach genommen, wer denn halt Führerschein oder so. Ich meine, ich denke, die ersten Wochen oder so, oder die erste Woche werden wir sowieso bei jemandem, also wird man jetzt sowieso irgendwo begleitet werden. Und ich denke, das sind dann halt Erfahrene, die auch schon Führerschein haben und dann in der Woche, also, das wird schon irgendwann passen. Ja, ich denke auch, ich hoffe auch, dass es so ist, ne, weil wenn da erst noch Führerschein machen muss, dann irgendwann ist auch mein Gespartes mal leer halt, ne? Ja, ja. Ja gut, ich meine, so am Anfang beim Weather verdienst du ja auch schon wieder ein bisschen was dazu. Ja, die werben ja hier mit $50 die Stunde, aber du kriegst tatsächlich 65 sogar, ne? Ja, ja. Also das ist echt kein schlechtes Gehalt, deswegen... Nee, absolut nicht. Hoffe ich, dass ich da auch vielleicht angenommen werde. Aber ist halt auch ein krasser Job, ne? Also die haben erzählt, du stehst da halt manchmal beim Department of Labor oder so einfach nur stundenlang rum, ne? Bis einer kommt und durchsuchst du den und dann stehst du wieder stundenlang da. Ja gut, ich sag so, also fürs Nichtstun bezahlt werden ist besser als, sag ich jetzt mal, vergleichsweise im PD die ganze Zeit unter Beschuss, so gesagt, zu stehen. Oder, ne? Das stimmt wohl, aber man kennt's halt auch, wenn du die ganze Zeit irgendwo stehst, geht die Zeit eben einfach nicht um, ne? Und dann stehst du da und stehst du da und dann dauert das alles ewig. Ja gut, ich meine, also man ist bestimmt immer ein Kollege. Nee, da kann man dann halt bestimmt austauschen, ein paar Stündchen. Ich denke, die Zeit wird man rumbekommen. Und dann, man hat ja immer im Hinterkopf, man wird dafür bezahlt, fürs Nichtstun halt, ne? Ja, ja gut, das ist natürlich nicht zu vernachlässigen, hast du schon recht. Sonst nimmst du dir noch mit ein Kreuzworträtsel oder so, ein Sudoku, bist du denn lösen der Seite? Sonst lädst du einfach dein Handy auf und guckst den ganzen Zeit Handy. Ja, also klingt in der Theorie gut, ich weiß natürlich nicht, was die davon halten, wenn so eine Sicherheitskraft die ganze Zeit am Handy da steht. Ja, ja, gut. Oder meinst du, ich sehe was, was du nicht siehst? Tiffy hätte auf jeden Fall was zu tun als Sicherheitskraft. Ja. Kannst ja mitkommen. Kannst ja auch da bewerben. Oh, das sind so eins. Ich glaube, Frauen kriegen tatsächlich weniger Ärger als Sicherheitskraft als Männer. Weil einfach die Hemmschwelle zu groß ist, sich so mit denen anzulegen. Und da akzeptiert man, glaube ich, eher mal ein Nein als bei einem Mann, oder? Jein. Also es kommt auch immer auf die Person an, glaube ich. Also ich glaube, sage ich jetzt mal, wenn es jetzt so wirklich so ein richtiger Gangster ist, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, aus Süd Los Santos, dann wird, glaube ich, eher diese Hemmschwelle sehr niedrig sein und anstatt dieses Nein dann zu akzeptieren bei einer Frau, würden, glaube ich, eher Beleidigungen fallen als beim Mann. Ja, okay, wenn es halt wirklich... Oder das. Ja, ja. Okay, wenn es natürlich... Wenn es so ein OG aus Sauverlässe ist, ja klar, das kann natürlich schief gehen, ja. Man muss ja nicht unbedingt... Ja gut, aber ich glaube, verstehen ja alle gerade den Punkt. Also... Philipp, der alle rechten 09 bleibt treu seit 10 Monaten. Danke. So halbwegs gebildet sind, dass man sagt, nein heißt nein, ne? Ja. Hoffe ich zumindest. Naja, ich wollte mich jetzt jedenfalls, wollte ich mir mal ein Hemd besorgen. Also bei Binko, ich weiß nicht, als ich da letzte Woche war, ob das ausverkauft war oder ob die generell keine haben. Ich habe da kein ordentliches Hemd für mich gefunden. Ich wollte jetzt nicht mit meinem T-Shirt da beim PD aufschlagen. Wisst ihr, ob es da sowas gibt, ob ich nur falsch geguckt habe? Dann ist da unterstrich wieder so unterstrich Bett ein Sub gibt's. Dann gibt's, glaube ich, Hemd. Ich muss aber leider los. Okay. Ansonsten, du musst jetzt ja gleich nach Hause gehen, ne? Ja. Okay. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, schlaf schön, ja, bis morgen. Und wir hören uns eventuell vielleicht noch ein bisschen später, wenn du noch ein bisschen unterwegs bist. Ja, bin ich. Meld dich einfach, Tiffy. Alles klar, mach ich. Gut, viel Spaß dir, ne? Ja, bis dann. Gracias. Ciao. Was wir sonst auch machen können, ist hinten am Strand Richtung Vespucci, da ist ein Suburban und direkt gegenüber ist das PD. Also dann hätten wir gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche und dann gleich in der Nähe ist auch unsere Wohnung. Dann würde ich mich danach sofort dahin verziehen, wenn du nichts anderes zu tun hättest. Ja, wenn du Lust hast, lass da hingehen. Ja, warte, dann hole ich ihm kurz mein Fahrrad und dann... Okay, ich habe kein Fahrrad, ja? Hast du auch schon eins? Nee, wo kriege ich ein Fahrrad her?
Leider aktuell die Lage ist ein bisschen verzwickt. Da musst du von Privatperson abkaufen. Okay. Weil es keine offiziell, also in welchen Läden gibt. Okay, okay. Ja, dann musst du langsam fahren. Ja, alles gut. Gebe mir Mühe. Das wird spannend. Sonst, du musst, also, eBay, du musst nicht auf mich warten, ne? Wenn du kannst auch gerne nach Hause fahren, alles gut. Nein, alles Schluss. Gut. Also die paar Meter. Okay, gut. So, ganz kurz, ich bin gemutet. Vielen Dank für das Gifted Sub an ActionPad, liebe Jennifer. Und Servus Philipp, danke für deinen Resub. Wir müssen mal einen Command erstellen, warum ich nicht immer reden kann, wenn ich hier auf dem Server spiele. Ne? Also ich nehme das Danken zur Kenntnis, aber sorry, kann gerade nicht. Ne? Vielen Dank. Kuss. Jennifer, wenn du noch weißt, wie man Commands erstellt, du kannst ja mal erstellen und irgendwie erklären, warum ich nicht immer direkt antworten kann. So. Gehen wir hier geradeaus oder gehen wir da hinten entlang? Ja, wir gehen geradeaus. Ja. Also zu dem Selbstgespräch gerade sage ich jetzt mal nichts. Ja, ich dachte eigentlich, ich hätte nur für mich gedacht, aber offensichtlich habe ich sehr laut gedacht. Alles gut. I'm so sorry. Alles ich habe manchmal verwirrende Gedankengänge, du musst nicht alles verstehen. Das haben wir doch alle. Okay. Aber ihr wohnt jetzt gar nicht mehr im Hotel. Habt ihr euch jetzt da hinten eine Wohnung geholt? Ja, ja, direkt am Strand. Das ist sofort eine Querstraße. Wenn du dann geradeaus geht, bist du direkt schon am Strand. Das sind sogar Sozialwohnungen. Also, die sind sogar billiger als ein Hotel. Also, das kann ich dir auch nur zu sehr empfehlen. Was zahlt ihr da, wenn ich fragen darf? Also, einmalig bezahlt man im Hotel 60, da bezahlt 90 und ja. Da bezahlt man 60 und dann pro Tag 20 Dollar. Und im Hotel bezahlt man 30. Ach was? Ja. Das hat uns auch zum Staunen gebracht. Und also ich meine, ich weiß nicht unbedingt da, wo wir jetzt wohnen, ob da noch eine Wohnung frei ist. Aber sonst in der Nähe ist auf jeden Fall, denke ich mal, was frei. Ja, ich bin gestern Taxi gefahren und da hat mir der Taxifahrer hat mir auch direkt gegenüber von der Tanke da auch Wohnungen gezeigt. In Vespucci. Na, Tanke. Ach so, ja, ja. Ja gut, also ich denke mal, da werden noch genug da sein, also... Ich schau doch nachher mal nach. Das ist voll die gute Idee. Vor allen Dingen günstiger als ein Hotelzimmer ist. Und eigentlich kaum zu glauben. Die Lage. Ne? Überleg mal die Lage. Also okay. Das war auch der Hauptgrund, warum wir da hingezogen sind. Aber allein die Lage schon. Und dann noch billiger als im Hotel, also. Gibt schlechtere Locations als Vespucci auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Gut, ist glaube ich ein bisschen kritisch jetzt ohne Fahrrad, dass man immer so hier Downtown fahren müsste. Aber. Ich sag dir ehrlich, ich gehe auch voll gerne mal zu Fuß, auch eine längere Strecke, ja, ne? Ja, klar. Dann vor allen Dingen, wenn ich so Selbstgespräche führe, wie gerade eben. Ja, klar. Aber ich glaube, so irgendwann auf Dauer wird es, glaube ich, ein bisschen nervig. Ja, na klar. Außer Frage. Ich hatte gestern das Vorstellungsgespräch bei Meriwether, glaube ich, mit der stellvertretenden Personalchefin, die war ultra nervös gewesen, ne? Okay. Also ich hatte das Gefühl, die war beim Vorstellungsgespräch nervöser als ich es war. Okay. Richtig witzig. Ich überlege gerade was anderes. Wir können mal hier rechts gehen. Ich habe eine andere Idee. Okay, gut. Hast du zufällig 200 Dollar? Lass mich mal eben gucken. Jo, hab ich. Wenn du willst, dann kann ich dir ein Fahrrad verkaufen. Oh, krass, ja. Weil ich eigentlich das gekauft hatte für einen anderen Freund, aber der meint anscheinend jetzt die letzten Tage nicht zu erscheinen. Ich weiß auch nicht, wo er sich rumtreibt, ob der wieder zu viel im Stripclub ist oder ähnliches. Ich habe ihm auch schon geschrieben, aber er antwortet nicht, dann hat er jetzt Pech gehabt, dann gebe ich es dir einfach. Dann bist du wenigstens ein bisschen mobiler, dann lohnt sich das auch. Ja, 100%. Wenn das cool ist für dich, klar, ja, gerne. Freue ich mich. Hätte das auch mal für genau 200 bekommen. Hatten die bei, oh, wie heißt dieser Autoshop? Keine Ahnung, wie der Autoshop heißt. Hatten sie auf jeden Fall bei Venture reingemacht für 200 Dollar. Keine Telefonreservierung, wer als erstes da ist. Ne, dann habe ich mich auf mein Bike geschwungen und direkt, ne? Ja, krass. Müssen wir jetzt nur ein bisschen weiter nördlich und dann... Ja, alles gut. Ich hab Zeit.
Oha. Wenn wir es bis dahin schaffen und nicht überfahren werden. Wollte gerade sagen. Vor allem, die werden sich natürlich riesig freuen, wenn heute Abend, wo wahrscheinlich die PD-ler alle Hände voll zu tun haben, so ein Hansel wie ich um die Ecke kommt und sagt, du, wegen meiner Bewerbung, ich wollte nochmal reden. Ja gut, aber ich meine, eine Rezeption, also ich weiß nicht, ob das die Leitstelle sogar ist. Hab da keine Ahnung, wie es da bei denen abläuft. Ich denke, also dafür stehen die ja da, um solche, sag ich jetzt mal, banalen Fragen dann auch zu beantworten. Ich war da auch letztens, hab gefragt, wie es mit dem Führungszeugnis aussieht. Ja. Ob die das irgendwie auf Papierform machen oder wie es halt da abläuft. Ja, ja. Ah, warte mal, ich muss mal eben in mein Sandwich beißen, in mein Croissant. Ja. Da muss ich gleich aber auch irgendwo mal vorbeischauen. Ich hab auch... Achso. Essen angeht gerade gar nichts dabei. War auch gerade mein letztes Croissant tatsächlich, ne? Also wenn ich jetzt noch eine Hungerattacke krieg, dann krieg ich schlecht aus. Krieg ich richtig Bauchschmerzen. Ah, ich wollte mir nachher mal ein bisschen, weiß nicht, ob ich an der Tankstelle Obst krieg oder so, auf jeden Fall mal noch ein Croissant oder irgendwas besorgen für ins Hotel, beziehungsweise für ins Apartment dann. Mhm. Also, was sogar geil ist, unten am Apartment, das ist zwei Querstraßen weiter, ist direkt auch schon ein Laden. Ja, fantastisch. Vespucci Store, da bekommst du auch Gemüse, Obst, also Sachen zum Kochen, irgendwie Öl oder sowas. Oder ganz normale abgepackte Sachen, was zu trinken. Also, das ist wirklich alles, was das Herz begehrt. Überragend. Ja. Auf jeden Fall, also eine fantastische Lage. Für den Preis kannst du wirklich nichts dazu dagegen sagen. Ich sag dir ehrlich, in Vespucci, in der Lage, da würde ich. Will ich auf dem Klo wohnen, wäre mir egal. Ja. Ihr seid Tefi, Shirley, du, ihr seid alle zusammen eingereist, oder? Ja, aber nicht geplant. Also wir haben uns dann vorne am Flughafen kennengelernt. Ja, so meinte ich es auch. Ja, sind dann zufällig hier am DOL da hinten ausgestiegen und haben uns dann zusammen halt den ganzen Tag zusammen bewegt und seitdem, ja. Und seid ihr auch mit dem Bus darüber? Ja, ja. Da hat uns der Busfahrer, mit dem waren wir auch gestern Abend schon unterwegs, das ist auch ein sehr netter Typ, der hat uns dann mal seine Wohnung gezeigt, der wohnt auch in Vespucci. Und krass. Hat uns dann, also in dem Bus hat er uns direkt so eine Mini-Tour so entlang der Buslinie, hat er uns gezeigt, da ist das, da ist die Fahrschule und hat uns dann noch Hintergrundinformationen zum Beispiel zum Weezy News, dass wir da unsere Venture-Accounts ja, genau. Mhm. Ja, war auf jeden Fall, super erste Busfahrt, muss ich sagen. Ja, war bei mir das gleiche in grün. Ich dachte auch, jetzt kriege ich hier noch eine kostenlose Städtetour, war mega. Ja, auf jeden Fall, also vor allen Dingen, dass man stand nicht auf einmal dann da aus der... Wenn man aus dem Bus ausgestiegen ist, so, was soll ich jetzt? Hallo, Hilfe! Ja. Was soll ich jetzt machen? Hilfe! Wo soll ich anfangen? Ich bin mit einem Mädel rausgekommen und wir haben erstmal einen Geldautomat gesucht, wie verrückt. Der hat uns erzählt, hier da, wo die Satellitenantennen sind, da ist ein Geldautomat. Ey, und wir sind rumgerannt und haben so am Straßenrand, so wie als würde hier eine Satellitenantenne stehen, ne? Haben wir da rumgesucht. Boah, nix. Kann das sein? Warte mal, wann bist du genau hier angekommen? Sonntag, glaube ich. Samstag. Weißt du auch genau Uhrzeit, wann dein Flieger gelandet ist? 16.40 Uhr, glaube ich. Weil ich habe, glaube ich, die Vermutung, dass wir sogar im gleichen Bus saßen. Weil, als wir am DOL ausgestiegen... Seid ihr auch am DOL ausgestiegen? Ja, aber da kann ich dir schon mal garantieren, dass wir in einem anderen Bus waren, weil wir waren die einzigen beiden im Bus, das weiß ich noch. Ach genau. So. Okay. Ja gut, weil bei uns... sind auch, ich weiß nicht wie viele Personen, linksrum von der Bushaltestelle gegangen. Und wir sind halt also auf der Seite vom DOL da entlang gegangen. Und die haben wir auch nie wieder gesehen. Deswegen dachte ich, dass ihr das wart, dass ihr da auch gesucht hättet, wie verrückt. Nee, wir waren nur zu zweit und waren auch komplett lost, ey. Aber es war mega, mega der witzige Tag. Ja, bei uns auch. Wir haben uns auch dann erstmal zusammen vorgestellt, Telefonnummern ausgetauscht und so weiter und so fort. Ey, ich vergesse das nie, ihr wart ja übel nett an dem Abend, wo ich euch am Stadtpark getroffen habt, ihr direkt so alle Handynummer hier, dies, das. Echt cool. Ja, ich meine, also so lernt man auch neue Leute kennen, also. Ja, das stimmt wohl. Wir müssen, glaube ich, noch eine Kreuzung weiter, wenn mich nicht alles täuscht.
Hat dein Name... Ja? Alles gut, ich wollte nur gerade erzählen, deinen Namen konnte ich mir damals direkt merken wegen der eBay-Geschichte. Ja, ja. Das, ich glaube, sofort am Flughafen, als ich da durch die Sicherheitskontrollen, hatte ich da so ein Drama mit so einer Dame, die sich meinte, für etwas Besseres zu halten und dann... Ja, ich weiß genau, wen du meinst, ich habe die auch gesehen. Ja, mit einer Blume im Haar, ne? Mit dem Leopardenanzug, ne? Ja. Die hat sich erst mit einem, wenn ich gesagt, angelegt, aber mit einem Herrn, den hat sie, das war eine Drag Queen, und dann hat sie den angemacht, also ich weiß das Pronomen von der Person nicht, deswegen sag ich jetzt einfach mal die Person, wir müssen jetzt einmal rechts. Ja, alles gut. Und, dann, ja, hat sie die Person angemacht, was das für eine Frisur wäre, wie ist das, alles Mögliche, dann, oder mein, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, warte mal kurz. Da ist auf jeden Fall ein Suburban. Das hilft mir so oder so schon mal weiter. Ja, aber ich muss gerade überlegen, wo der Park ist. Wo du wohnst. Nee, das nicht. Das ist komplett andere Ecke. Aber gib mir eine Sekunde. Ich bin sofort zurück. Easy. Ich würde sonst... Okay, alles klar. Wir nutzen die Zeit, um im Chat zu reden. Ey, das entmutet sich immer selbst, oder? Jetzt nicht mehr. Okay, wir reden dann noch nicht mehr im Chat. Und? Wir müssen weiter geradeaus. Okay, gut. Jo, gib halt Gas. Jo, alles klar. Also ich glaube, der sollte ein bisschen besser seinen Gas kontrollieren. Vor allen Dingen in der Gegend hier. Also ich würde ja jetzt überall Burnouts machen, aber nicht so nah, Bidi. Ja, und dann danach kam auch noch, weiß nicht, die Hausmeisterin, und da hat sie aus Versehen Wasser umgeschüttet und genau auf die Dame drauf und dann, oh, sofort Zicken kriegt, ne? Oh mein Gott, ich dachte, und ich war so voll überfordert, so, ne? Weißt du? Oh, ich war so, dann so nervös, weil ich nicht so wusste, was ich sagen sollte. Ich habe mich mit so einem Typen angelegt im Flughafen, das war aber auch ein Großmaul, kann ich das sagen, ne? Der hatte so eine Hotpants an, eine rosa, ne? Flipflops, ein Fokuhila. Und der kam wohl irgendwie aus Deutschland, aus Köln und hat auch genauso geredet. Hieß der Ralle? Ja, Mann, das war Ralle. Ja, der hat sich auch mir vorgestellt. Ey, ja, ich weiß nicht warum, weil irgendwo ist am Start bei uns was schiefgegangen und er hat mich direkt Pappnase genannt. Und ich bin halt, kennst mich jetzt eine Stunde, zwei? Ich bin ja ein entspannter Typ. Und auch immer freundlich, aber wenn mich halt einer so begrüßt, dann kriegt er auch eine entsprechende Antwort. Ja, muss aber hier die Straße wechseln. Ja. Und dann habe ich gesagt, pass auf, mein Freund, ich gebe dir eine zweite Chance, mich nochmal kennenzulernen, aber Pappnase nennst du mich nicht. Ja. Und da hat er dann halt angefangen mit bla bla bla, wenn ich so aussehen würde wie du und hin und her. Und hat dann im selben Atemzug irgendwie einer anderen Frau ein Kompliment gemacht, von wegen, dass die so schön ist. Ah. Und bin da halt auch nicht auf den Mund gefallen, habe ich gesagt, hier, Ralle, die ist nicht dein Typ. Sagt er, wieso ist die nicht mein Typ? Habe ich gesagt, die kann sehen. Also. Das und, war ein guter Konter. Und da ist es. Es ist halt eskaliert so, oder was heißt eskaliert, der hat dann andauernd, ich schau dir aufs Maul und jetzt Schnabeltasse und so, aber er hat wirklich immer die ganze Zeit nur gedroht, das war so ein typischer Sprücheklopf von mir, war klar, dass da nichts passieren wird. Ach, ja, gut. Und genau so war es dann halt auch am Ende, ne? Ja. Aber irgendwie war er auch witzig, aber... Das auf jeden Fall. Ja. Abend. Guten Abend. Ja, also Anreise. McFumix, heyo. Terminal, das war schon witzig. War auf jeden Fall ein Erlebnis, ja. So, ich gebe mir eine Sekunde, muss kurz. So, das ist das Prachtstück. Wie hast du das jetzt direkt erkannt unter all den Fahrrädern? Das ist das einzige mit dem Modell. Ah ja, okay, gut. Was hier liegt. Klingt einleuchtend. Ja. 200 hast du gesagt, ja? Ja, machen wir 200. Bitteschön. Ich danke dir. Dann, let's gucken. So, das müsste er sein. So. So. Ah ja. Perfekt. Statistisch mal. Oh, sogar mit Dynamo. Ja, passt doch.
So, dann, ich weiß nicht, entweder kannst du eben hier gucken gehen, im Suburban, oder wir könnten direkt runter zum Vespucci fahren und dann da, und dann hättest du gleich das PD da in der Nähe. Ja, da, du wohnst doch eh da, dann lass doch ein Vespucci fahren, dann kannst du von da aus durchziehen, oder? Okay, perfekt, machen wir so. Alles klar, ich fahr dir hinterher. Jo. Bis jetzt, ich bekomme auch so langsam Hunger, müssen wir langsam was zu essen wieder besorgen. Oh ja. Ich habe auch war nicht so Hunger, aber ich bin kauf mir auch was. Sprechen? So besser? Ja, perfekt. Ich habe zwar nicht so Hunger, aber ich kauf mir auf jeden Fall auch was zu essen, ja. Bitte? Oh. Da hat's ihn gekostet. So, wenn ihr das Piepen hört, dann bin ich im RP gemutet, lieber Chat. So, und jetzt kann ich auch reden. Servus McFewmix, Servus Matze. Und ja, ich kann halt leider nicht wie sonst immer direkt antworten, weil ich keinen Push-to-Talk hier habe, sondern auf Dauersenden bin. Und wenn ich nicht gemutet bin, kann der wie eben das Gespräch mit dem Chat mithören. Das ist natürlich blöd. Er scheint gerade einen Disconnect zu haben. Deswegen habe ich mich gemutet. Und ja, ihr hört das Piepen im Hintergrund. Das bedeutet, beim Ding ist gemutet. So, und jetzt gucke ich mal eben, wie das nochmal geht. Dass Jenny da Commands anlegen kann. Okay, ich weiß, an was es liegt. So, Jenny, jetzt müsste es gehen. Und zwar mit Ausrufezeichen, Command, Add und dann so weiter. Und dabei fällt mir ein, Lurk-Command haben wir auch nicht für Moose, aber den kann ich mal parallel anlegen. Der Command mache ich eben. Ne, mache ich nicht, das ist mir zu viel. Warten wir mal auf eBay, ob er wiederkommt. Aber so an alle, die gerade nicht im Lurk sind. Nachdem ihr jetzt ein bisschen Lucky Five mitbekommen habt, so eine halbe Stunde, wie ist so euer erster Eindruck? Schon ein anderes Thema, oder? Und übrigens, lieber Livestream-Chat, wenn ihr... Ah, okay, warte, ich suche mal eben nochmal diese Erklärung, wie das genau ging.
Tada! Probier mal so, Jenny. So, wie lange soll ich jetzt noch auf den warten? Okay, dann ist es vielleicht noch eine Einstellung bei Twitch. Let me check that. Real quick. Doch, du hast sogar die Rolle. Hm. Mach mal vielleicht ohne das Slash Me. Liebe, können wir weiter? Ja, okay. Ja, haben wir gerade über irgendwas gesprochen? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich habe dann in der Zwischenzeit auch nochmal über was anderes nachgedacht. Ja, das dann. Ich glaube, über Essen haben wir geredet. Ach ja, ja. Ja, ich muss gleich mal unbedingt was besorgen. Ach ja. So. Trey Baker, was ist denn das? Wo? Ich bin gerade vorbeigefahren, egal, nicht so wichtig. Da legt sie ihn schon wieder nieder. So, jetzt bin ich aber dann langsam überfordert. Jenny, warte mal, das kriegen wir noch hin. Probier mal jetzt. Irgendwie hatte ich dich doch nicht als Editor eingetragen, aber jetzt müsste es gehen. Server ist geisteskrank, ne? Und vor allen Dingen, wir sind ja erst ganz am Anfang von der P. Genau, an dieser Stelle, ich habe einen neuen YouTube-Kanal. Da geht ihr mal bitte hin. Der Kanal wurde gerade vom Bot gepostet. Und abonniert mich mal bitte. So, das ist ein Kanal, in den ich sehr viel Zeit und Mühe investiere. Für alle, die sich das Video gerade auf YouTube anschauen. Auch für euch einfach mal Glocke anklicken, abonnieren und auf den Gefällt-mir-Button drücken. Ich werde mir sehr, sehr viel Mühe geben, diesen Kanal die nächsten Tage, Monate und Jahre so zu pflegen, dass es Spaß macht zuzuschauen. Natürlich Main-Content, RP, aber auch immer mal wieder das ein oder andere spannende Video aus dem Bereich Gaming. Also es ist ein reiner Gaming-Kanal, keine Tutorials, keine Musik, kein irgendwas. Es wird wirklich nur um Gaming gehen. Und da RP einfach mein Main-Spiel ist, wird dort auch nur oder zum größten Teil RP-Content hochgeladen. Muss was trinken eben. Dazu kommt, dass die drei Server, auf denen ich spiele, alle ihre eigene Playlist haben. Bedeutet Nuclear V, sobald der Server live ist, KWRP, sobald der Server wieder live ist und Lucky V, also Lucky 5, schaut euch ja gerade an. So. Und Jenny kann jetzt auch Commands anlegen, fantastisch. So, warten wir noch mal eben 5 Minuten auf eBay. So, wir haben 25, ich würde sagen, wir warten mal 3-4 Minuten, ob er denn nun wieder kommt.
Ja, dann würde ich mal in den Support gehen. Kannst du eigentlich jetzt reingehen, Jennifer? Na, also einfach Teamspeak, Support-Warteraum. Und dass wir eben fragen, die machen das mit Sicherheit rucki-zucki für dich. Ach Quatsch! Nee. Die nervst du nicht, der Support dort. Also, wir haben den am meisten geisteskranken, ihr wisst schon, Support der Welt. Aber die sind fast genauso gut, ehrlich. Also, da brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen. Die sind mega entspannt. Und vor allen Dingen, du wartest jetzt schon 14 Tage oder was, ne? Ja, sonst schreibe ich Ibi jetzt einfach eine SMS. So, Ibi mal eine SMS geschrieben. Das ist halt, das, ich liebe das ja, ne? So läuft halt RP auf diesem Server. Der hat jetzt gerade einen Disconnect offensichtlich. Und da wird gar nicht drüber gesprochen. So, wenn der jetzt gleich wieder da wäre, oder wir eben auch, wenn er wiederkommt, geht's einfach weiter wie zuvor. Das wird gar nicht thematisiert. Ich habe jetzt ein paar Minuten auf ihn gewartet, habe ihm eine Möglichkeit gegeben, RP mit mir weiterzumachen. Und das jetzt nicht einfach so unkommentiert stehen zu lassen. Aber ich glaube, der hat echt Struggle mit dem Internet. Deswegen fahre ich da jetzt halt auch einfach weiter. Oder was heißt einfach? Wir haben lang genug gewartet. Und er hat eine Möglichkeit, mich einfach anzurufen. So. Ich bin wieder entmuted und wir fahren weiter. Doch, gibt's. Gibt's hundertprozentig. Hundertprozentig. Weil ich war da auch als Nichtbürger drin. Und zwar. Support Warteraum Talk unter Support Informationen. Genau hier müsste er sein. So. Jetzt sind wir wieder unmuted. Ich fahre mal weiter. Oha, Polizei. Oh, mich juckt's am Arm.
Über den Highway fahren wir jetzt nicht unbedingt mit dem Fahrrad. Aber glücklicherweise kennen wir uns ja aus in der Stadt, ne? An dieser Stelle, an den Livestream-Chat auf Twitch, ihr könnt übrigens für Musik sorgen. Ausrufezeichen Song Request, erzählt euch, wie es geht. Und für die, die es schon wissen, wie es geht, einfach Ausrufezeichen SR, gefolgt vom YouTube-Link mit dem Song eurer Wahl. Dann läuft instant die Musik, die ihr gerne hören wollt. Feel free, dafür ist der Command da. Wenn ihr Musik anmachen wollt, schießt los. Ich fahre eben erst noch zur Tankstelle und kaufe mir mal ein bisschen Futter. Dann gehe ich mich umziehen, dann fahre ich zum BD. Ja, zum Meteor kommt noch ein Musikvideo und dann... Und dann kommt das auch auf YouTube. Ja, komm, du wirst ja wohl da hochkommen jetzt. Ja, so steil ist der Berg nicht. Danke, Jennifer. Vielen, vielen Dank für den Command. So, super. Da links ist die Tankstelle. Da können wir doch hier eine Abkürzung nehmen. Was? Noch LNT holen.
So, Klamotten kaufen gehen. Also mehr in Mike gepustet. Sorry, Mann. Sorry, Jan, Alter. Entschuldigung. Hast ja recht. Ich kann das selbst nicht leiden, ne? Essgeräusche, Schmatzgeräusche, sowas. Fuckt mich all ab, Alter. Und dann mach ich's selbst. Sorry. Mach nochmal. Stehst du drauf? Jan, du geile Sau. Nee, so nicht? Okay, alles klar, Entschuldigung. An dieser Stelle nochmal. Ich habe so lange an diesem Song Request gearbeitet. Mach doch bitte mal Musik an, Alter. Ausrufezeichen Song Request. Das war so viel Arbeit, verdammte Scheiße. Fahr. Einfach Vorfahrt genommen. Fahrradfahrer nichts wert, alles klar. Guck mal, der Bot erklärt dir, Jan, wie es funktioniert. So, suchen wir uns mal ein schönes Hemd aus. Sag bloß, die haben zu, Alter. Keine SMS schreiben, ich stehe neben dir. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch ein Korn. Ganz ruhig. Und wenn ich dann noch traurig bin, fange ich an von vorn. Ich hab gerade gesagt, brauchst mir keine SMS schreiben, ich stehe neben dir. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, fange ich an von vorn. Ja. Ja, den kann ich gebrauchen, weil das ist zu. Naja, zum Vorstellungsgespräch will ich mich jetzt sowieso nicht mehr direkt einladen. Von daher denke ich oder hoffe ich, die verzeihen mir, wenn ich einfach im T-Shirt heute auflage. Ja. Dir auch, Ibe, mach's gut, ciao, ciao. Fängt dann einen zu kriegen. Dankeschön, Jenny. Und wenn ich dann noch traurig bin, fang ich an von vorn. Holla he, he o wi o wi dea, ha ha. Holla he, he o wi o wi dea, ha ha. Holla he, he o wi o wi dea, ha ha. Holla he, he o wi o wi dea. Ja, ich will eure Hände sehen. Ja, hoch damit. Ne, wozu habt ihr sie denn dabei? Hier
junger Mann, mir ist mein Schnapsglas runtergefallen. Das hat so geklirrt, ich dachte, kannst wenn ihre Zähne... Du kannst nur skippen, ausdrücken, skipp, aber dafür brauchst du 5 Rot. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, fange ich an von Korn, von Korn, von Korn, von Korn. Hallo, ich stehe gerade vom BG. Wollt ihr jetzt gerade mal reinsteppen? Ja, ich will eure Hände sehen. Hoch mit den Dingern, ja. Mensch. Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, wie lange das hier dauert, ob ich lange warten muss, ob ich überhaupt in die Reihe komme. Ich würde mich einfach danach melden, okay? Ja. Okay, ich habe hier ihre Telefonnummer, mach ich. Jo. Danke schön, Didi Kaka. Hätte die Musik so laut? Ich höre sie selbst nicht mehr so laut, aber ja, klar, kann man machen. Wollen Sie auch einen Schluck? Nein, danke, ich kann nicht mehr vertragen. Dafür spucken Sie aber noch frisch und fröhlich. Ne? Ein Schelm heute, ne? Mein Gott, wie lange dauert das denn noch? Guten Abend. Hallöchen. Ist es möglich, zufällig Herr Kukum zu sprechen? Einen Moment bitte. Mhm. Was benötigen Sie denn von ihm? Der hatte mir geschrieben, es geht um eine Bewerbung. Ah, okay. Und Sie können bei den Terminen nicht, oder? Doch, theoretisch schon, aber es gäbe noch was zu klären wegen meinem Lebenslauf. Okay, was genau, dass ich ihn schon mal vorab informieren kann? Er meinte, es gäbe einen Fehler im Lebenslauf, weil der nicht angehangen wäre und das wäre zu klären, obwohl der eigentlich mit dran war, sehr ausführlich sogar. Okay, dann einen Moment bitte. Ja, also... Das hat aber keine Eile. Wenn er zu tun hat, ist natürlich eine unglückliche Zeit jetzt. Komme ich auch keinem anders. Guten Abend. Ja. Bitte sehr. Ja, kein Augenblick, ich müsste einmal, wenn ihr noch nicht aus, wenn ich aufs Telefon gucken. So, das wäre die 555. 763. 244. Vielen Dank. Prima, das kannst du jetzt von Ihnen. Vielen Dank.
Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. Ebenfalls, danke. Susi, long time no see, servus. Supportzeit nach bis 22 Uhr. Oh, kamst du trotzdem noch dran? Ich versuche mir hier den Job beim PG noch ein bisschen zu erschleichen, indem ich Politik mache. Und hab da gerade echt hoch gepokert, aber eventuell scheint es zu funktionieren. Hab den Status aber bekommen, sehr gut. Super. Ja, danke, gut. Ich hoffe dir auch. Alles Bestens, oder was? Wie ist es mit der Musiklautstärke? Gut, nicht gut? Passt das jetzt so? Das war mein Fahrrad. So laut. Ah, jetzt verstehe ich. Ihr hört die immer auf der gleichen Lautstärke, egal wie laut ich mir das selbst mache. Verstehe. Ist es so jetzt angenehm? Ja, aber letztens im Krankenhaus einen Zusammenbruch. Oha. Oha, oha. Ausrufezeichen Liebe in den Chat für Susi, bitte alle. Ich hoffe, es geht ja besser. Und noch sehr bald noch viel besser. Wird schon alles bald eigene Bude und dann wollte ich vielleicht wieder RP reinschauen. Ja, nice. Ich habe auch gesehen, du bist wieder am Stream. Ich schreibe nicht immer in den Chat, weil ich nie so lange bleiben kann, immer, aber I got you. So, jetzt rufen wir dann gleich noch bei Meriwether an. Und sagen, dass wir den Job annehmen, weil meine Frist geht nur bis heute. Digga, fahr halt schneller. Stück Scheiße. Und dann gehen wir zurück ins Hotel, weil mit den anderen, mit Shirley abhängen, habe ich keinen Bock. Die ist so anstrengend, ohne Witz. Ist das Hardcore? Jupp, das ist Hardcore. Bin ich mal gespannt. Bis heute mein Abendprogramm, als mein Kumpel sich nicht mehr meldet. Okay? So. Und rufen wir jetzt gerade mal da an. Hier. Hallo.
James Sternberg, hallo. Schönen guten Tag, Frau Young. Hallöchen. Hallo, Frau Young. Wir hatten gestern ein Vorstellungsgespräch und ich hatte versprochen, mich bis heute zurückzumelden. Genau, ich hatte schon sehnsüchtig auf Ihren Anruf gewartet. Tut mir leid, ich bin ganz ehrlich, ich habe heute verschlafen. Ich bin gerade eben erst wach geworden, es ging nicht früher. Das macht nicht. Ich freue mich trotzdem über Ihren Rückruf. Ja, ich würde den Job gerne annehmen. Freut mich. Ja, mich auch. Ich glaube, dass ich mit Meriwether den richtigen Arbeitgeber gefunden habe. Hab da auch, wie wir besprochen haben, eine Nacht drüber geschlafen. Und ich glaube echt, ja, das könnte eine Zukunft für mich sein. Ja, dann freuen wir uns. Sehr gut. Wie geht's weiter, Frau Young? Wir würden Sie an beim UA anmelden. Mhm. Oder... Ja? Erstmal müssen wir mit Ihnen zum PD, um das Verhörungszeugnis abzufragen. Haben Sie gerade Zeit? Ja, doch, können wir machen. Oder in ein paar Minuten, ich weiß nicht, wann der Kollege, der gerade mehr hier rumgeht, Victor, bitte Zeit hat. Ja, ich weiß auch nicht. Ich würde mich auf jeden Fall nachher nochmal bei Ihnen melden mit meinem Privatnummer und dann würden wir einmal zusammen zum PD fahren. Ja. Weil ich weiß nicht, ob die. Ja. Rufen Sie einfach an, wenn Sie Zeit haben. Ich kann nicht garantieren, dass ich das Telefon dann noch höre, aber ich versuche mein Bestes, ja? Alles klar, sonst machen wir es einfach mal. Okay, prima. Da bin ich dann ab 14 Uhr sicher da. Ja, wissen Sie was? Lassen Sie uns doch für morgen festhalten. Wäre mir eigentlich sogar angenehmer, wenn es für Sie in Ordnung ist. Ja. Ja? Machen. Dann rufe ich Sie morgen an, irgendwann so ab 14 Uhr. Wir telefonieren uns zusammen und dann gehen wir das alles an. Dann brauchen wir nicht mitten in der Nacht noch durch die Stadt fahren. Genau, alles klar. Prima. Danke, Frau Young. Bitteschön. Dann haben Sie noch einen angenehmen Abend. Ja, auch. Tschüss. So, das Ding ist, ich habe erstens keine Lust mehr auf RP. Ich habe jetzt Bock, gleich Fortnite zu spielen. Zweitens habe ich so nochmal ein bisschen Puffer für vielleicht doch beim PD angenommen zu werden. Und vielleicht meldet sich der Kukum noch vorher zurück und ich kann ihn davon überzeugen, dass das mit dem Lebenslauf gar nicht so gewollt war. Und drittens, wenn ich jetzt gleich bei derselben Blonden an der Leitstelle vom PD nochmal auftauche und sage, ich brauche ein Führungszeugnis, wird die sagen, haben sie nicht vor 5 Minuten mit mir wegen der Bewerbung gesprochen. Und dann stehe ich mit meiner neuen potenziellen Chefin da, wäre mies. Deswegen schnell ins Hotel und hoffen einfach, dass die Blonde für den Fall, dass sich Kokum bis dahin nicht gemeldet hat, morgen keinen Dienst hat. Gerade noch so im Shift, Mann. An den Livestream-Chat auf Twitch. Ich habe einen neuen YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Reiner Gaming-Kanal. Bisher habe ich einen DJ-Kanal, der bleibt weiter bestehen für Music-Content. Hatte dann noch so einen dusseligen All-in-One-Kanal. Der wird abgeschafft. Die besten Videos von da lade ich dort runter und lade die neu hoch auf dem aktuellen Kanal. Und dieser Kanal, Susi tippt gerade schon ein, Ausrufezeichen YouTube, ist mein Main-YouTube-Kanal für den kompletten Gaming-Content. Geht mal dahin, lasst mal ein Abo bitte da und folgt mir dort. Dort findet ihr auch alle VODs zu ETARP, sei es Nuclear V, sei es Lucky Five oder KWRP. Alles wird dort hochgeladen von vorgestern an. Kommt auf mein Discord, Ausrufezeichen Discord. Ich habe meinen kompletten Discord neu gestaltet, habe mir übelst viel Mühe gegeben. Ich habe das durchdachteste Discord-Konzept, das es nur gibt, glaube ich. An alle, die das Video auf YouTube sehen, ihr könnt den Discord in der Beschreibung unten sehen. An alle im Livestream-Chat einfach Ausrufezeichen Discord. Dort könnt ihr selbst auswählen, welchen Content ihr haben wollt. Ja, ihr könnt da einfach bei Notify anklicken. Ihr seid wegen DJ-Stream da oder wegen RP-Stream oder was auch immer. Und nur dazu seht ihr auch den Content und kriegt dann sonst keine unnötigen Pings und so. Wird mich hart freuen, wenn ihr mal auf dem Discord vorbeislidet und halt auch auf YouTube. Wäre nice. Und was ihr unbedingt machen solltet, Ausrufezeichen Song Request, wünscht euch Musik, die läuft direkt hier im Stream. Ganz wichtig, war so viel Arbeit. Ich mache kein Spotify mehr an, ihr bestimmt die Musik.
Und ich habe übrigens auch neue Sound-Commands. Zum Beispiel Halt, Stopp, Bitches und so weiter. Die könnt ihr auch einmal alle 5 Minuten abfeuern. Dann wird auch... Naja, ihr habt genug zu tun. Genau. Ausrufezeichen SR und danach der Link, nicht den Titel. Kannst einen Ticken lauter machen, wenn es im Verhältnis noch passt, klar. So besser? Oder noch lauter oder noch weniger? Ihr müsst sagen. Perfekt. Ich bin im Medienverzug. Ups. Ja, Spotify arbeite ich die ganze Zeit dran, dass das auch funktioniert. Bisher geht das noch nicht, ich weiß nicht warum. Da muss ich noch dran arbeiten. Eigentlich sollte das gehen, aber... I'm on it. So, liebe YouTube-Gemeinde, das war der heutige GTA-Stream. Wenn es euch gefallen hat und auch wenn nicht, lasst ihr bitte ein Like da, einen Kommentar da, ein Abo da, macht die Glocke an. Das ganze Thema am allerwichtigsten ist, schreibt doch mal in die Kommentare, was hat euch am besten gefallen im heutigen Stream, wenn ihr es euch ganz angeschaut habt. Oder schreibt, was euch nicht gefallen hat, was ihr anders gemacht hättet und so weiter. Bei YouTube ist das gar kein Problem. Im Livestream-Chat wäre das natürlich Meta. Alle Informationen, die ihr da reinschreibt, werden wir... nicht benutzen, logischerweise, aber mich interessiert natürlich eure Meinung. Währenddessen sagt Venox Susi Hallo YouTube. Und ja, wie gesagt, das war der heutige, die heutige Episode. Und ja, einfach abonnieren, dann seht ihr auch die nächste Episode. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Anschauen vom Video.